geht ab, Freunde? Was geht ab, YouTube? Heute reacten wir jetzt gerade auf die neue Folge Rap La Rue. Zu meiner Linken ist mein Bruder Des, hinten ist mein Bruder Elzar. Dann gehen wir mal rein. Schöne Grüße an Vegas Edits. Amy ist auch da. Was geht ab, Amo? Boah, kannst du das lesen? Ich kann gar nichts von dir sehen. Ich auch nicht. Ich hab Augen. Boah, ich hab Adleraugen. Das ist krass. Echt jetzt? Hast du Augen gelasert? Tschüss. Ich sehe aber ganz viele Herzen, das ist schon mal gut. Gucken wir uns mal dieses Schmuckstück von Deutschrap TV an. Wir reacten auf Folge 2. 2 von 3. Und dann kommt die Entscheidung und dann kommt das Finale. Ich weiß nicht, wie viel Sammy schon gespoilert hat. Aber eigentlich hat er schon gespoilert. Ich habe gestern seinen Stream geguckt. Ich glaube, der hat schon gesagt, der fährt nach Marokko. Fährt er? Ja, wollte ich gerade fragen. Fährt er? Oder fahren ist bestimmt ekelhaft, oder? Ja, das ist voll ekelhaft, Bruder. Ich kenne das eigentlich so von Eltern, die dann ganze Autos voll machen und dann nach so weite Strecken fahren. Er meinte, Bruder, er hat Flugangst. So. Verstehe ich. Da gibt es auch heutzutage schon so Knockout-Tabletten. Bruder, ich habe ihm auch gesagt, Bro, hast du schon mal versucht zu saufen? So? Mir hilft das. Ich habe auch Flugangst. Ja, aber Bruder, du fliegst nach L.A. und so. Bruder, frag mich nicht wie. Wie? Keine Ahnung. Ich nehme einfach meinen Mut zusammen und fliege. Berlin, diese Flüge und so. Turbulenzen. Ach, Bruder. Ich nehme meinen Mut zusammen und fliege. Was soll ich machen? Was? Jemand fragt, was hält Des von Kolja Goldstein? Stabil. Seine Mucke ist auf jeden Fall stabil. Ich habe den noch nie persönlich kennenlernen dürfen. Aber vom Ding her macht er sein Ding. Vom Ding, Bro. Vom Ding her macht er sein Ding. Also, der ist immer solide auf seinen Songs, weißt du? Ich würde sagen, ich spring mal direkt rein. Oh, shit. Korrekt. Huh? Ja, ich bin gerade am Lesen. Also, also wir springen rein in die Folge 2 von Rap La Rue Round 3. Also ihr müsst nur wissen, das ist der Preis, den man zahlt, wenn man laut hören will beim Stream. Wenn ich den Computersound anhabe, hört man uns nicht reden. Erst wenn ich Pause drücke. Okay, das war meine Frage, wie machst du das mit dem Mikrofon und dem Sound? Ja, der Mikrofon wird jetzt geblockt, sobald Sound vom PC kommt, wird das Mikrofon geblockt. Okay, so. Ja. Und wenn du sobald du Pause machst, kann man reden? Ja. Okay, genau. Ja, genau. Bü2, bewirbt euch jetzt unter www.rap-la-rue. Übrigens, wir haben große News, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe überhaupt schon. Aber die Bewerbungen für die nächste Runde Rap La Rue kommen auch auf unseren Kanal hier jetzt, ne? Also jetzt da, wo wir gerade streamen. Jetzt bald geht die Bewerbungsphase richtig los und wir werden darauf reagieren und entscheiden, wer im Turnier ist und wer nicht. Das heißt, dass Sammy seinen Leuten sagen wird, ey Leute, wenn ihr wissen wollt, ob ihr dabei seid oder nicht, müsst ihr bei Abaya auf dem Twitch-Kanal gucken immer. Weißt du, ich meine? Das heißt, wir werden wachsen, meine Freunde. Geil. Was bisher geschah? Ich fühl das nicht. Da kommen auch keine Bilder in meinen Kopf, gar nichts. Ich fühl den Beat einfach nicht. Hello, Bruder, was los? Bruder, wir sind 2 Minuten hier, ja. Ich werd doch gerade. Ich lass auf mich wirken. Ich lass auf mich wirken, ja. Du hast mir geknallt. Also, ja. Es ist schade, dass es nicht geklappt hat, so jetzt einen Song direkt aufzunehmen. Versucht immer als Gruppe zu bleiben. Versucht eine Lösung zu finden. Ich verarsche, komm her. Bruder, Bruder, was machst du? Bruder, was seit 1,5 Stunden? Wir haben uns doch scheißt euch an gegenseitig so. Yo, to the motherfucking one baby is in the building, man. Wo bin ich hier eigentlich, ja? Was macht ihr mit mir? Was habt ihr vor mit mir? Hey, Bruder, jetzt kannst du mein Handy auch irgendwie drin. Ich will es gar nicht die ganze Zeit zu halten. Klar. Gar nicht. So? Mal heute auch blind unterwegs. Also doch, die ersten paar Minuten habe ich gesehen. Auf jeden Fall, alle Leute kommen ins Studio rein. Die wissen nicht, mit wem die sind. Die wissen nicht, mit welchen Künstlern die jetzt gleich in einer Gruppe sind. Und wer auch immer dann gleich im Studio zusammen ist, die müssen einen Song zusammen machen. Und es könnte sein, dass komplett die Styles verschieden sind. Und das ist so, schon eine krasse Challenge. Ja, wegen der Beatwahl schon. Ja, ja. Ja, ist schon eine krasse Challenge. Und vor allen Dingen, wir haben auch wirklich einen dabei, der so richtig rausgesprungen ist vom Style, aber er hat trotzdem richtig krass abgeliefert. Breel heißt er. Das ist Hamdi gerade. Baba-Typ. Böse Big Brother Filme, Bruder. Ich dachte, ich wurde jetzt mies, Bruder. Ich dachte, ich komme jetzt in Käfigkämpfe raus. Bruder, was sind das für Filme hier, Alter? Ja. Ich sehe nichts, Shababs. Ja, los. Alter, guckt euch an. Was ist hier los, Alter? Wo sind zwei Jungs?
Bruder, ich hab Augenbinde angehabt, dies, das, ich lauf hier durch, Bruder, alles eng, ich seh nix, Bruder, alles dunkel, Cousin. Man konnte nicht mal schummeln, dies, das, ich hab gar nichts vor Augen gesehen, Cousin. Was ist das für ein Dialekt, ist dies, das? Er sagt die ganze Zeit, yeah, Augenbinde, dies, das, hab ich nie gehört. Aber das hört sich direkt nach NRW an. Das ist so NRW, ja, so Ruhrpott, so, ne? Aber das, dies, das? Freiburg, ja. Ich weiß nicht, sag mal Leute, woher kommt dieser Dings? So, auf flauschig. Ich schuf meine Mutter. Die kennt sich nicht. Ich bin gefahren. Also die haben es noch nie persönlich getroffen. Echt nicht? Nee, nee. Doch, doch, haben die schon bei einem Video. Die fassen sich schon so an und so? Nein, nee, die wissen ja gar nicht, wer da ist. Die wissen gar nicht, wo die sind so. Weiß okay. Ich, weißt du? Okay. Bruder, ich dachte die ganze Zeit, die kennen sich schon aus der Runden, aus dem Doch, doch, davor, doch, du hast recht. Die kennen sich aus einem Videodreh, ja. Mhm. Doch, die waren alle zusammen okay. Auf einem Videodreh. Bitte, bitte Gott, hör meine Stimme. Boah, mal sehen, mit wem ich in Gruppe bin, Bruder, Alter. Ist die Tür offen hier? Okay, irgendein 2 Meter Rush auf jeden Fall. Wer ist der Bruder? Wahnsinn. Wahnsinn. Brennt in der Haus. Der Bruder, ne, springt so ein bisschen raus aus der Gruppe. Der macht eigentlich ganz andere Musik. Voll Ami-Vibes, trappig, melodisch. Und ich glaube, die anderen sind fast alles so Street, so, weißt du? Weißt du, wo der herkommt? Kommt der zufällig aus Dortmund? Breel? Ich weiß nicht. Kann sein. Ich meine, ich kenne den. Ich habe ein Foto von ihm gesehen, wie der so ein Kostüm an hat, Karneval. Also vielleicht Köln, so die Ecke, weiß nicht. Okay. Ich finde, Nuhat hat böse Hook rausgehauen. Ja, safe, Bruder. Aber ich bin am meisten impressed, auf jeden Fall von Breel. Wo kommt der? Weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall gut abgeliefert in dieser Runde, so, weil gar nicht sein Style ist eigentlich. Für sie Seasons, yo, ich seh gar nichts, nigga, es ist alles dunkel, so, mal gucken, die Stars bis jetzt, ey, yo, ja, ich will. Stark, stark, sind wir drin? Ich bin drin, wa? Yo, was sag ich? Ah, stark. Okay, easy. This. Yo! 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 Und auf jeden Fall schon gute Vibes, ne? Ja. Also in der ersten Folge gab es sogar Beef. Hab ich gesehen. Okay. Also sind sich einig, ne? Ja, aber dann ist es so schnell ausgeartet. Also was heißt ausgeartet, ne? Aber die wurden so frech gegenüber und so ernst und so. Ja, kommst du jetzt so nah und so, weißt du? So auf Stressmodus. Geht's nicht so mit mir. Genau. Warum wirst du jetzt so laut und so? Und bei denen war anscheinend sehr, sehr harmonisch. Das freut mich sehr, Alter. Hey, bitte Gott, hör meine Stimme. Das geht, Bro. Alles gut bei dir. GG's Ich bin ein Bock. Geil. Jungs, ja. Das wird ein wilder Krachus. Krass, das hätte ich nicht erwartet. Okay, lass klacken. Das klacken direkt. Wir müssen ein bisschen vorspulen immer. So. 40 Minuten sind halt schon hart, Bruder. Aber ja, dann kommt der Producer rein. Ich glaube, der hieß er Felix, genau. Bester Mann. Felix, ich höre, bester Mann. Auf euch, Jungs. Ihr wisst, die Lage brennt. Yo. Was geht, Jungs? Mach das weg. Big Man, wie heißt du, Bro? Stellen Sie sich vor. Ich bin Felix. Okay, was ich bin neuer Producer für heute. Okay, korrekt. Und werde euch diese Session begleiten. Viel Erfolg, Herr, viel Glück, Jungs. Und danke. Viel Spaß. Ja, und sei lecker. Cool. Vielen Dank. Ich schwöre. Stark, Bro. Der arme Alter, ihr wisst gar nicht, wie das ist, ne? Als Producer mit 5 Leuten im Studio zu sein, erstens, dann mit 5 fremden Leuten und dann noch mit 5 Leuten, die sich untereinander gar nicht so kennen und so. Bruder, das kann nach vorne oder nach hinten gehen, weißt du? Das, ich weiß nicht, Bruder. Aber der Typ hat auf jeden Fall Eier, der Felix. Mach dir keine Sorgen, wir sind da. Bruder, ich bin so mit die Konstellation und so, wie jetzt alles steht, dies, das, bin ich schon auf jeden Fall Maximum zufrieden, ja. Also ich bin der Letzte, der sich hier beschwert, Bruder. Habt ihr schon irgendeine Idee? Bruder, ich hab eine Idee. Ich hab Bruder. Ehrlich ein bisschen Angst. Aus Gelsenkirchen? Gelsenkirchen würde ich jetzt. Dies, that. Dies, that. Bruder, ich feier das. Ich will wissen, Gio, woher kommst du, Bruder? Ich bin im Saarland. Aber dafür ist dein Akzent eigentlich.
Wir reden die gar nicht saarländisch. Nee, voll nicht saarländisch, oder? Ach so, genau. Und die Jungs wussten gar nicht. Sammy hat arrangiert, dass Alex einfach ins Studio kommt und die begleitet quasi in diesem Song. Geil. Und denen so Tipps gibt und so. Alex auch krasser Rapper. Voll. Geiles Highlight, einfach Nimo? So. Hey, dachte ich auch gerade. Nee, das ist Berkay. Siehst du den? Digga, Digga. Aus Paderborn kommt der. Ah. Das ist meine Ecke. Paderborn? Aber Paderborn sagt dies das? Dies das? Das ist NRW noch, ne? Dies das? Noch, noch NRW, ne? Der einfach Oleg Sesh, Bruder. Ich denk mir krass, Bruder. Krass, krass, krass. Was war denn das? Oleg Sesh, Allah. Nein, das am Eskalieren. Ich küsse dein Herz, das am Eskalieren. Alles gut, mein Bruder. Ja, ja, Oleg Sesh, Bruder. Alles klar. Freut mich, freut mich. Ja, Bruder, OL. Was soll ich dir sagen, Bruder? Authentic Athletic Cousin. Ich hab seine CD im Knast bestellt. Ich komme bei Rap La Rue, Alter. Stark. Ihr seid jetzt mein Team. Ihr seid jetzt mein Team. Wenn wir dir was einschenken, Bruder. Warte, nein, nein, ich muss noch fahren. Ich hab nur Joana. Stellt euch erstmal vor, wer seid ihr überhaupt? Bruder, ich bin der Berkay. Ja. Nur Musik. Mhm. Rapper. Okay. Berkay, woher kommst du? Nürnberg, Bruder. Okay. Ich bin Gio, Bruder aus Paderborn. Mhm. Ja, das war's. Auch Rapper Cousin. Baba, Baba. Ich bin Noah, Bruder aus Münster. Ja, Leute, ich hab Werbung, tut mir leid, Alter. Ja, Bruder, ich bin so geizig, Mann, für diese YouTube-Dings. Willst du sponsern oder was? Hast du das, 9 Euro? Nein, Bruder, 17 Euro oder so. Das ist ein reicher Mann, Bruder. Ja, genau. Das ist Münster-Ecke. Okay, auch Rap La Rue-Kandidat, Bruder. Ey, Bruder, ich bin Hamdi, ich komme aus Langfeld. Nee, Düsseldorf, Bruder. Künstler. Krass, okay. Du, mein Bruder? Bruder, ich bin Brell. Ich bin Playboy, aka Magier. Geil, Alter. Bruder, was ist das für ein geiles Intro, Bruder? Woher kommt der? Ich hab nicht gehört. Der hat gesagt, ich bin Playboy, sagt er. Ich bin Hamdi, ich komme aus Langfeld. Nee, Düsseldorf, Bruder. Künstler. Krass, okay. Du, mein Bruder? Bruder, ich bin Brell. Ich bin Playboy, aka Magier. Geil, Alter. Ich glaube aber, der kommt NRW. Weil er hat Karneval gefeiert, auf jeden Fall. Habe ich jetzt bei den letzten Rap-Lamien. Ich meine, das ist der, den ich kenne, der aus Dortmund kommt. Vielleicht doch. Mann, ich bin gespannt. Ich bin Leute, gespannt. Wisst ihr, woher Brel kommt? Wo kommst du her? Ecke, Sänger. Ich komme eigentlich aus Köln, aber ich wohne jetzt in Berlin, Bruder. Okay. Also, okay. Berlin, ich merke, Berlin hat dich. Okay, okay. Aber er kommt aus Köln. Okay. Krass. Bruder, ich bin da. Okay, Bruder. Das ist Montag. Das tut so, Bruder. Ey, auf jeden Fall, Jungs. Ich merke, ihr seid von überall. Das Baba. Ja. Gefällt mir richtig krass. Ein 12er oder so. Bruder, ich was ihr parat habt. Yo. Ich hätte auf jeden Fall eine Idee für eine Hook, Jungs. Ja. Jetzt A Cappella so, ne? Ja, Bro, kick einfach. So A Cappella, aber so auf einem geilen Beat, so irgendein Diddy 50 Cent so Type. So mit Gitarre bisschen, ja, E-Gitarre-mäßig genau, bisschen, sowas. Bruder. Ja, Bruder, ja. So irgendwie. Ich muss auch sagen, der Beat, den die picken, fand ich richtig geil. Und auch an sich den Song fand ich sehr, sehr krass so. Und ich hätte nicht gedacht, dass, obwohl da vier Künstler drauf sind, so die sehr viel Street machen so und nur einer, der da ein bisschen rausspringt, aber trotzdem ist der Song sehr frisch. Ich habe den schon auf dem Drehtag gehört, halt, wo die das gedreht haben, war ich auch da in Frankfurt und so. Das war dieses so viel in der Halle waren, weißt du? Es riecht nach Haschisch, ich muss fliehen, sehen nur tote Gesichter auf den Dächern der Stadt. Schon wieder Konflikt mit Police, ich bin süß, bitte sag mir, woher der Vetter? Zu Hause nur Drama, komm raus. Ist es Hook, Bruder? Ja, Bruder. Stark. Der kam gut, ne? Ja, der kam gut, der ja, kam ja. Gut. Und auch wieder das gleich performt und singt und so, ist auch sehr, sehr krass. Bis jetzt auch nichts. Ah, du hast die Folge noch nicht gehört? Nee, nicht, auch den Song nicht gehört? Ah, okay, okay, okay. Sei gespannt. Der kam gut rein. Ja, der Song ist nice. Ich weiß nicht, wenn das passt, lass uns das nehmen. Lass uns das nehmen. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter, Jungs, ihr wisst doch, wie es läuft, Alter. Ey, stark, Alex, ich bin hier, was soll das machen? Jungs, wir gewinnen das! Ich weiß das jetzt! Guck mal, wie sind wir? Ihr seid 1, 2, 3, 4, 5. 5 Leute auf einen Song. Bruder. Du machst die Hook? Ja. Bruder, man sieht, wie kalt hier ist am Ende des Videos. Ah, sieht man mich am Ende des Videos? Ich hab noch gar nicht geguckt, ja? Und jeder ein Achter. Und jeder ein, Achter. Bruder. Aber man kann auch diese Achters verbinden auf 4-4-4-4. Ja, ist halt ein bisschen windig, aber ihr müsst es nur mal probieren, um es mal zu hören, wie es vom Effekt für Ohr ist. Man kann aber checken, du hörst was. Aber genauso hätte ich das auch gemacht. Ich hätte gesagt, Jungs, ihr müsst euch aussuchen, einer muss die Hook machen. Vielleicht zwei die Hook, aber besser sogar, wenn einer die Hook macht, wenn wir fünf Leute sind. See. Und dann den ersten Part machen zwei und den zweiten Part machen zwei. Jeder 8 Bars, so. Fertig. Aber jeder 8 Bars ist ja gut, aber diese 4-4-4-4... Das finde ich ein bisschen anstrengend. Ne? Ja, ja, genau. So, ich habe das mit Mufasa gemacht und ich habe das Gefühl, man geht da ein bisschen runter. Ja, und 4 Bars reichen auch nicht, um den Zuhörer richtig, in eine Situation reinzuziehen. Ja, so, weißt du, ich meine? So, der ist zu verwirrt.
gehört. Da brauchst du schon 8 Bars auf jeden Fall. Ja, safe, sehe ich genauso. Irgendwas ist doch zu lange oder doch zu kurz. Ja. Mein Gefühl kommt schon früher, ich brauche da die Hook oder irgendwas. Deswegen versuch mal 4-4, 4-4 oder halt 8-8 wird schon viel. Mhm. Das sind dann 1, 2, 3, das sind 4 Parts. Mhm. Das ist zu lang. Ich würde mal sagen 4-4-4 und in diese 4, ihr schreibt die Zeilen eures Lebens. Also komplett, du weißt, was ich meine, Bratte, du hast die Chance, Digga, du fixst es, ihr müsst euch diese Gewinn holen, diese Preis, Bruder. Deswegen, diese 4 Bars oder jeder, diese 4 Bars macht, diese 4 Bars müssen die 4 Bars eures Lebens sein, Bratte. Ja, also für mich ist wichtig, wenn ich mit anderen Künstlern arbeite, dass es schnell geht, dass wir uns schnell verstehen, dass, zum Beispiel, ich bin ein schneller Typ, so ich rap schnell, also nicht in dem Sinne, dass ich jetzt oder so rap, ich meine so, ich mach schnell meine Arbeit, ich fasse einen guten Beat auf, ich lasse ganz lange warten, ich suche wirklich das raus, was ich brauche und ja man, es kommt wirklich drauf an, dass diese... Hast du schon mal mit Alex gearbeitet im Studio oder irgendwas? Ich habe ihn mal vor ein paar Jahren kennengelernt. Ich weiß auch gar nicht, was da war. Ich war in Frankfurt mit, wer war da? Ah, wir hatten einen Videodreh von Nu. Mhm. Genau. Da waren wir mit den Aslaks unterwegs. Er kam auch vorbei, sehr sympathisch, sehr bodenständig, stabiler Typ. Aber das ist auch schon 5 Jahre her. Ja, Mann, das ist das einzige Mal, wo wir uns so mal getroffen haben. Ja, ich habe den auch noch einmal so getroffen. Sehr, sehr freundlich, auch sehr respektvoll. So real, so, ne? Ja, voll. So ein realer Typ, so. Definitiv. Aber so man würde denken, wenn man so nur seine Musik kennt, würde man denken, boah, voll der Assi oder so, aber so super süßer, netter Typ, yeah, so, definitiv. Ne? Richtig lieb, so. Definitiv. Hammer. Einfach, dass alle schnell sind, dass er Gas gibt und ich Gas gebe und dann entsteht diese Bombe und dann mag ich das so, das ist anders. Und das ist krass. Okay, Bratans, dann würde ich mal sagen, baut erstmal diese Weg, macht alles fertig, schreibt schon mal dies, das, bereitet euch ein bisschen vor, ich komme dann nochmal vorbei und dann check ich nochmal ab, was ihr gemacht habt. Okay? Ja. Okay, ich würde sagen, wir spulen auch ein bisschen vor, bis wir ein bisschen vom Song hören, ja? Butter Christians, lo? Schickt uns alle, die ihr wollt, Mann. Ganz genau so, nicht anders, ihr seid nämlich. Leistungssport. Der Track heißt Butter Croissants, glaube ich. Ich habe irgendwas gesehen im Internet. Nee, Butter Croissants, ja, ich glaube schon, ja. Was ist denn hier los, Allah? 5 verschiedene Charaktere haben es geschafft, auf einem Level zu kommen. Ego. 5 verschiedene Welten, 5 verschiedene Personen, aber es ist ein Song geworden, Bruder. Mach die Guck Scheiße ey. Nach, mein Bruder. Ego beiseite und Musik sprechen lassen. Ein Butter Croissant, bitte. Croissant. Ein Croissant. Ein Croissant? Ein Butter Croissant? Wie küsst dein Herz. Aber ich feiere den Jungen. Der ist super. Nuhat. Ja. Okay. Aber auch, was Berker gesagt hat, ist auch krass. Der meinte, Ego beiseite, lass die Musik sprechen. So. Das ist schwer, mit 5 Künstlern in einem Raum einen Song zu machen. Auch noch sehr, die ganze Gruppe sieht relativ jung noch aus, ne? Ja, voll. Ja. Es geht los, der Song kommt, Leute. Ich habe noch nicht einen davon gehört davor, ich bin sehr gespannt. Das ist schon nice, schon sehr nice. Es riecht nach Haschisch, ich muss fliehen sehen und tote Gesichter auf den Dächern der Stadt. Schon wieder Konflikt mit Police, ich bin süß, bitte sag mir, woher der Wetter. Zu Hause. So wie er das vorgemacht hat und dann jetzt diese Hook. Ey, ich find's nice. Nice. Findest du? Ja, Mann. Ja, nice. Achso, und das ist die Halle, Leute. Guck mal. Bruder, eiskalt. Einfach Autos standen da mit Heizung an und so, Musik am Pumpen. Aber ja, das sind alle Künstler, die dabei gewesen sind. Also die Top 25, glaube ich. Drama, komm raus und wir labern, wir beobachten die Sterne beinahe. Ihr Outfit ist verbass, ich glaub, ich hab Para, du bist süß wie ein Butterkrustian. Viel Geld, viele SIM-Karten. Er sagt wirklich, Christian. Bruder, sprichst ein bisschen Französisch. Aber das ist auch ganz cool dabei. Butter Croissant. Aber du sprichst ein bisschen Französisch. Ja. Wie sagt man Croissant? Croissant. Ja. Achso, okay. Noch französischer geht's doch gar nicht. Aber er macht's noch französischer als Französisch, Bruder. Croissant. Croissant. Ich mach Risse, mein Hut, mein Viertel. Das war Spanisch jetzt, oder nicht? Tranquil? Nein, tranquil. So wird das geschrieben. Ja, so wird's geschrieben, ja. Die haben das anders geschrieben. Haben die anders geschrieben? Die haben wirklich Croissant geschrieben. Warte. Hä, ist vielleicht das algerisches vielleicht ist das oder so, ja. Weiß ich nicht. Man weiß nicht, Bruder. Yo, will den Maximum Gewinn haben, weil hier alles brennt, Kombilisten am Limit. Ja, Schwanz. Nokia Jab in der Seitentasche. Keine Chance, wenn auf Autobahn die Reifen platt sind. Auf der Straße, wenn die meisten schlafen, schwarzes Geld aus den weißen Platten. Schon wieder Randale.
Ach stimmt, das muss ich noch sagen, ne? Also erstmal, ja, Nikio, the Beat, andere Vibes, ne? Beat ist wirklich sehr sick. Geil. Ja, sehr ja. Geil. Genau, und Breel hat an dem Tag gefehlt. Breel war krank oder so. Aber läuft sein Part? Sein Part läuft, ja, okay. Genau. Aber ich glaube, irgendwer anders performt für den. Gut, haben die 5-2 mal Platz für den langen Felder Fuchs. Zeigt den Adler in die Kamera wie Jerdan Shaqiri. I Perschen des Schiptarten, Gatetova City. Oder Shuri, ich spielte die Gitarre nur für dich durch die Nachbarschaft. Zu viel Dramatik, keine Zeit wegen Strada, muss mit Brüdern nach Amsterdam. Es riecht nach Haschisch, ich muss fliehen, sehen nur tote Gesichter. Ich feier die Hook. Bruder, aber Hamdi hat doch krasse Gesangsstimme, ja? Ich fand jetzt der gerade, der ist mit Amsterdam, der hat mich am meisten gecatcht gerade. Ja, das ist wirklich, nee. Wirklich geile, ja, geile Stimme, Hamdi, ja. Der hat die Attitude auf jeden Fall. Der war gut, ne? Der zweite, ja. Was sagt ihr zu den ersten beiden? Ich finde... Nee. Kannst du vielleicht nochmal abspielen, so ja, nach ja. Der Hook oder so? Ja, ja. Wer ist er nochmal? Aus Paderborn? Das ist Gio. Gio. Genau, okay. Sorry, nicht Uzi. Gio und dann... Hamdi am Befund. Auf den Dächern der Stadt. Schon wieder Konflikt mit Police. Ich bin süß, bitte sag mir, woher der Wetter. Zu Hause nur Drama, komm raus und wir labern. Wir beobachten die Sterne beinahe. Das Einzige, was sich bei dem stört, ist seine Performance. Das ist ein bisschen zu clown. Ist zu viel? Aber da siehst du, dass es echt subjektiv ist, ne? Ja, ja, so voll. Feier, du, voll. Das als Mann, ja, genau. Ich will nur sagen, so. Nein, er fühlt sich voll. Er hat von seinem Part her abgeliefert voll. Und er sticht raus so ein bisschen, in meinen Augen. Mhm. Weißt du? Der bringt trotzdem gute Vibes mit. Extrem. Weißt du? Bitte Spabas, ich glaub dich am Para, du bist süß wie ein Butterkuss, ja. Viel Geld, viele SIM-Karten, Digi, ich mach Risse, mein Hut, mein Viertel. Gio, will den Maximum Gewinn haben, weil hier alles brennt, komm die Listen am Limit. Ja, Schwanz. Nokia Jab in der Seitentasche, keine Chance, wenn auf Autobahn die Reifen platzen. Auf der Straße, wenn die meisten schlafen, schwarzes Geld aus den weißen Platten. Schon wieder Randale in Hood. Haben die 5-2 mal Platz für den langen Felder Fuchs. Zeigt den Adler in die Kamera wie Jerdan Shaqiri. I Perschen des Schiptarten, Gatetova City. Ich finde auch, Hamdi war gefühlt besser als Gio gerade. Performance von Flow. Hamdi ist der jetzt gerade rappt, ne? Ja, yeah, genau. Ich finde, genau. Der ist bis jetzt der stärkste auf jeden Fall. Ja. Oder Shuri, ich spielte die Gitarre nur für dich durch die Nachbarschaft. Zu viel Dramatik. Keine Zeit wegen Strada, muss mit Brüdern nach Amsterdam. Es riecht nach Haschisch, ich muss fliehen, sehen nur tote Gesichter auf den Dächern der Stadt. Schon wieder Konflikt mit Police, ich bin süß, bitte sag mir, woher der Wetter. Zu Hause nur Drama, komm raus und wir labern, wir beobachten die Sterne beinahe. Ihr Outfit ist Babas, ich glaub, ich hab Para, du bist süß wie ein Butterkrustian. Krustian. Was sagt ihr zu der Hook? Ehrliche Meinung. Ich feier die hart. Die Hook ist, also, weißt du, was die Hook trägt? Ist die Melodie. Der könnte alles Mögliche sagen. Ich finde die Hook nicht, mich catcht die Hook nicht. Tatsächlich, ich bin schon verwirrt. Ich habe gemerkt, dass ihr beide abgeht. Es ist ein Vibe. Ich spiele den Vibe nicht irgendwie. Es ist ein Vibe. Soll ich rausgehen? Ich weiß nicht. Ich finde aber auch, weißt das, was mir aufgefallen ich aber auch das, was er sagt, finde ich nice. Zum Beispiel dieses, ich bin süß, woher der Verdacht. Das ist cool mit ich bin süß, weil das passt zu ihm. Ja, aber weißt du, guck mal, weißt du, was ich kritisieren könnte an der Hook? Dass er zum Beispiel zweimal in der Hook bin süß, woher der Verdacht. Okay. Entweder der wollte das, das so Parallele, so einmal ich bin süß, einmal du bist süß, vielleicht wollte der das. Mhm. Vielleicht aber auch schlechtes Songwriting, wer weiß, weißt du? Mhm. Ist halt Kunst. Aber was mir aufgefallen ist, bei so modernen Hooks, im Moment ist es sehr in gerade, nichts zu wiederholen. Einfach es gibt keine Wiederholung. Ja. Es ist wie quasi ein Part, aber du wiederholst deine Melodien oder so vielleicht. So ein besonderer Part einfach, ne? Ja, ja, so. Und das macht er halt auch. Aber die Hook ist halt nice, der hat einen Vibe. Wir beten zu Gott, aber sündigen noch. Panoramablick im 17. Stock. Lauf die Treppen leise runter wegen Observation. Wenn Mysteri kommt, push ein bisschen 11 o'clock. Lichter gehen an, bin ich wach im Viertel. Pussy sagt, warum bist du nicht hier? Bin am Treffpunkt Viertel nach 8, hab Bajar im Blut bis zum Viertel vor 4. Locker, easy, Bro, wir zeigen keine Liebe. Nee. Das ist Brave. Oder der war für mich gerade. Achso, das war gar nicht der, der performt hat. Nee, das gerade war Berkay. Das ist Berkay. Okay, okay, okay. Ich feier den. Der kann auch, oder? Der kommt auch sehr authentisch rüber. Sehr authentisch. Ja. Viertel. Sag, warum bist du nicht hier? Und danach kommt Breel sein Part. Er war nicht am Start. Und alle performen den für dich. Wahrscheinlich. Sehr cool. Also wir fühlen einfach nur, Bruder. Bin am Treffpunkt Viertel nach 8, hab Bajar im Blut bis zum Viertel vor 4. Locker, easy, Bro, wir zeigen keine Liebe. Niggas in der Nachbarschaft machen alles nur um zu geben. Ich hab ihr mit Tardis meine Zeit vertrieben. Leider war halt keiner wie sie. Fuck, ich lebe ein Loch. Das ist für mich der Unterschied, Bruder, von Breel zu allen anderen, gerade bei Rap. Man hört das, ne? Bruder. Man hört es. Ich finde, man hört einen Unterschied qualitativ, diese Melodien, die er pickt. Und so diese Sachen, die macht kein Deutscher.
So, die macht auch keinen Kennex. So, er macht das halt sehr amerikanisch, weißt du, ich meine so. Sehr cool, schießt wirklich, du? Sehr, sehr cool. Boah. Was sagst du, Bruder? Sehr nice. Kann, ne? Sehr, auch, aber auch der Übergang war auch sehr nice, komplett, weißt du? Komplett, ja, ja. War auch sehr nice, aber ja, lass mal ganz hören. Ich bin am Treffpunkt, Viertel nach acht, hab Bajar im Blut, bis zum Viertel vor vier. Okay, easy, Barry zeigen keine Liebe. Niggas in der Nachbarschaft machen alles nur um zu geben. Ich hab ihr mit Tardys meine Zeit vertrieben, leider war halt keiner wie sie. Fuck, ich lebe ein Lowlife am Ende, mein bester Freund war mal der Rausch. Und egal welche Uhrzeit, gibt Tempo, denn der Scheiß hört wohl nie auf. Es riecht nach Haschisch, ich muss fliehen sehen und tote Gesichter auf den Dächern der Stadt. Schon wieder Konflikt. Weißt du, was ich finde? Bruder, ich finde, wenn die Hook kommt, Bruder, der Shepard. Ich fühle die Hook nicht. Ich denke mir gerade, hätte der Brill die Hook gemacht. Guck mal, der Brill hatte seinen Moment. Definitiv. 100%. Der hat rausgestochen. Weißt du, was ich meine? Safe. Ich weiß nicht, aber die Hook knallt. Ich fühle sie okay, nicht. Okay, was fühlst du denn schon? Der Hook? Weiß ich nicht. Hört sich. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Als ob er. Ich glaube, ich empfinde, dass er Melodien genauso wenig drauf hat wie ich. So, das ist nicht sein Gebiet. Ich kann mir vorstellen, dass er Bars viel besser macht als Mellos. Aber ich kenne ihn auch nicht, das ist das Einzige, was ich von ihm gehört habe. Wie gesagt, ich finde die Melodie nice. Ich finde die auch sehr nice. Ich finde die auch easy, geht gut ins Ohr, weißt du? Mm. Und ja, man, knallt. Dann ist doch geil. Police, ich bin süß, bitte sag mir, wo ist der Fender? Zu Hause nur Drama, komm raus und wir labern, wir beobachten die Sterne beinahe. Ihr Outfit ist Papa, sie glaubt, ich hab Parra, du bist süß wie ein Butter Christian. Ja. Den feier ich am meisten. Haaland? Haaland. Heißt er Haaland? Ich meine, Illo mit dem langen Haar. Meinst du unten oder oben? Oben. Ich meine oben. Okay, unten. Oben ist Haaland, unten ist Illo. Das ist auch der, der mit Sadik ist. Ja, ja, ja. Genau, ja, ja. Ich feier den. Ja? Was sagst du zu den Illo? Ich finde, der als Charakter, er hat krass. Mich voll gecatcht, man. Illo er hat mich krass. Richtig gecatcht. Aber ich finde ihn interessant. Er hat mir eine Sache gesagt, ne, so hinter den Kulissen. Er meinte so, Bruder, so, vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben und so. Ist ja, warum? Alles von mir ist gefreestyled so. Und das ist ein Problem, sagt er. Ist doch aber geil, ist doch kein Problem. Er meinte so, ja, okay, guck mal, ich weiß, also meine Attitüde, meine Persönlichkeit, blablabla, ne, und wie ich performe und so, alles super so. Ich habe dem gesagt, Bruder, das könnte ein Problem werden, weil irgendwann wollen die Leute nicht mehr so oberflächliche Texte hören. Die wollen ein bisschen vielleicht mehr hören. Da musst du nachdenken, was du, und du kannst. Ja, genau. Okay, okay. Und nicht jeder ist ein Jay-Z oder ein Lil Wayne, Bruder. Die freestylen so diepe Texte, aber die stehen dann auch 8 Stunden in der Booth. Ich so, Bruder, dann trainiere Texte zu schreiben. Ich finde, Texte schreiben ist auch eine Sache, die man lernen kann. 100%. Tatsächlich, weil du musst sagen, jeder Rapper, der angefangen hat, hört sich nicht so an wie nach seiner Entwicklung, weißt du, genau, was ich meine? Genau. Immer besser auf jeden Fall. Genau. Also, genau, Ido, also wenn du dich nach ein paar Jahren immer noch genauso anhörst wie jetzt, dann musst du an deiner Craft arbeiten. So, du kannst nicht voll darauf vertrauen, dass du immer mit deinem Freestyle immer ein Hit landest. So, weißt du, ich meine? Ich finde, jeder Künstler, jeder Musiker sollte die Fähigkeit besitzen, auch sich mal hinzusetzen und auch mal Text zu schreiben. So, weißt du? Der Beat ist so richtig, richtig wild, geil. Oder, der gibt mir richtige 50 Vibes. Komplett. Kein Tag ohne Hustle, die Farben der Fabeln schon lange verwaschen. Ich hoffe nur, dass meine Narben verblassen und geradlinig zu einem Mandala verwachsen. Ich bleib reserviert wie die Navajo. Und glaub mir bei Beef und mein Partner, die Calico. Mann, ich weiß nicht für mein Money tu. Lass sie singen wie Guantanamo.